Jo Leute, herzlich willkommen zu Ozzog OD zum neuen Video. Wir sind immer noch in WoW Shadowlands und zwar im Ardenwald. Das ist das dritte Questgebiet, welches wir mit den Hauptquest-Strängen bespielen werden. Wir sind jetzt gerade mit dem zweiten Queststrang fertig geworden. Falls ihr das Video vom ersten und zweiten Teil nicht gesehen habt oder den Teil von Maldarux oder von der Bastion verpasst habt, dann ist hier oben eine Playlist für euch eingeblendet. Da könnt ihr alle Teile der Quest-Reihen nochmal nachgucken und euch das Ganze mal zu Gemüte führen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade im dritten Teil von der Questreihe im Ardenwald. Ich mache euch das mal groß, denn wir sind immer noch im Livestream. Heute ist der 24.11.2020 und wir haben es gerade aktuell 14 Uhr und 28. Das heißt, wir sind jetzt seit 16 Stunden und 45 Minuten live. Das Ganze wird, wie gesagt, bei mir im Liveplay auf twitch.tv/osok009 abgespielt für euch. Falls ihr da mal live zugucken wollt, lasst doch einfach mal ein Follow auf dem Kanal da, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, immer wenn ich online bin und dann könnt ihr dem Ganzen auch mal live folgen. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade mit dem zweiten Teil hier Hilfe für Turnfall fertig geworden und können uns jetzt von Lady Mondbeere die nächste Quest abholen, die uns dann in den nächsten Questbereich führt. Und da wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß und genießt die jeweiligen Inhalte. So, hier geht's jetzt weiter. Das Nachbeben der Ahnen. Nehmt die Essenz von Ahnenwald von Lady Mondbeere entgegen. Jawolla. Ich bin bereit, richtig auf ein Treffen mit dem Winterkönigin vorbereitet zu werden. Erwidert einen Gefallen immer. Ihr habt viel für den Wald getan, aber ich konnte eure Nachricht nicht überbringen. Jawolla, ich habe auch Feenflügel. Endlich, der Krieger hier. Sieht das nicht sexy aus? Nehme geil. Stattdessen dieses Geschenk. Ein Teil der Magie aus dem Ardenwald, ganz zu euren Diensten. So, jetzt kriegen wir auch wieder die Signaturfähigkeit hier für diesen Bereich. Die Schuld beglichen. Was ist das? Oha, was kommt denn da? All diese Fae fliehen aus dem Herzholzhain. Etwas stimmt nicht. Ich alarmiere die wilde Jagd. Wir brauchen scheinbar erneut eure Hilfe. Okay, sehr gut. Tashmur, fangt! Juhu, zack. Klagende Winde dringen aus dem Herzholzhain. Der Wald erschauert. So, Vorbereitung der Winterkönigin. Wir haben das Nachbeben erhalten jetzt. Das ist die Fähigkeit aus diesem Bereich von den Nightfair. Ritt in den Herzholzhain. Dann müssen wir da hin. Reitet auf dem einem Hirsch zum Herzholzhain. Wo ist denn der Hirsch hier? Da hinten. Nichts wie hin. Und wir müssen nach oben gehen. Mal gucken, was passiert. So, der Hirsch reitet uns sogar automatisch. Wir müssen hier gar nichts machen bei der Quest. Das ist sehr gut. Wir waren schon im Herzholzhain hier oben kurz gewesen. Jetzt werden wir da wieder hingeschickt. Mal gucken, was passiert ist. Sanchez ist schon da. Ich guck mal, Annika ist auch schon da, wenn ich es richtig sehe. Und wir machen dann da oben mit den Quests direkt weiter. Aha, aha, hier rennen. Aha, aha, aha. Alle rennen hier weg, haben sie Angst vor den bösen Gegnern. Mal gucken, was da oben los ist. Aber Grotzok, der starke Krieger, ist unterwegs. Aha. Folgt uns, Nia. Tört die Maske. Dient den Meistern. Besessener Vorkai. Aha. Niemals. Eure Meister werden für ihre Taten büßen. Aha. Wer seid... Halt. Ihr habt Derawin und Tesan geholfen. Jawolla. Die maskierten Fae haben plötzlich den Hain angegriffen. Bitte, wir müssen sie zurückschlagen. Sehr gut. So, Quest geht weiter. Wir haben jetzt hier den nächsten Bereich. Drei Quests. Ende der ehemaligen Freunde. Tötet 8 besessene Kreaturen. Wildsamen bergen. Also wieder Dinger einsammeln. Und was haben wir noch? Bringt das Herz des Hains nach Türnerwal. Also. Auf geht's. So, ausgelaugter Wildsamen. Wenn ich den anklicke, kriegt ihr den auch wieder, Annika? Ist das richtig? Kriegt ihr das? So, leuchtender Samen. Damit kann man hier wahrscheinlich die Sachen anklicken. So, nächster Wildsamen. Wieder alles einsammeln. Und dann sind hier diese besessenen Viecher mit den Masken. Naja, die machen wir weg. Ich kann auch so die wieder einzeln sammeln. Ja. So, ich kann ja hier wieder die ganzen ausgelockten Wildsamen alle einsammeln. Ja, die musst du aber wirklich einzeln einsammeln. Die kriegt ihr ja auch nicht. Muss jeder an so einen Baumrand gehen. Die sehen aus wie so, ich sag mal, platt gedrückte Melonen sehen die aus. Kannst du einfach aufsammeln und dann geht das von alleine, sag ich jetzt mal. Passiert nichts weiter. So. 4 von 8 Besessenen getötet. Ja, zack.
5 von 6 Wildsamen. Ist da drüben noch was? Mal gucken. Die Meister erheben Anspruch auf den Wald. Oder sterbt. So, jetzt habe ich auch. Hä? Warum ist denn der nicht tot? Ah, jetzt. So, 6 Wildsamen, 6 Dinger, was muss ich noch machen? Den Herz des Heinz gefunden, Besessene getötet. Einen Besessenen muss ich noch töten. Und den Herz des Heinz finden. Okay. Herz des Heinz ist hier in der Mitte drin, ja? Ah, okay. So, Korinav hat das Herz verloren, ist tot, okay, untersucht. So, das heißt, alle Quests wieder abgeben. Schleiermoor. Wir müssen in Schleiermoor, wo wir als nächstes. So, Nia, ich gebe dir alle Quests. Der ehemalige Freund. Okay. Herz des Heinz, auch erledigt. Die ausgelaugten Wildsamen. Okay. So, was passiert als nächstes? Korinth. Wir holen das Herz des Heinz zurück. Das schwöre ich. So, Anima-Anzapfen zurückholen. Holt 25 besessene Anima-Zapfen zurück und Überlebende des Herzholzheins. Rettet Kasak, Wegemeisterin Dworn und Tesan vor den Besessenen. Auf geht's. Was sind sie? Also, da drüben, hier. Wächterin Kasak, das ist der Baum hier, ja? Ich bin außer Reichweite. Einfach anklicken, fertig? Oder muss ich noch irgendwas sammeln? Einfach anklicken und halt hier die Waffe töten und. Okay, sehr gut. Sammeln. So, da unten ist der nächste. Tesan, manipulierte Fea töten. So, den Wolf, den haben wir am Anfang gesehen, schon im ersten Questbereich. Jetzt haben wir Tesan gerettet. Ich gehe vor. Ich denke mal, ihr könnt etwas Hilfe brauchen. Sehr gut. So, wenn wir die Viecher töten, die Tropfen, die Anima-Zapfen, habe ich gerade gesehen. Aber 12 von 25, habt ihr schon alle? Ne, noch nicht. Hier sind auch noch welche drin. 16 von 25. So, und dann müssen wir noch hier den Waagemeisterin Dworn retten. Der liegt da auf dem Boden. Ist der schon kaputt oder kann man den noch anklicken? So dunkel. Ah, okay, gerettet. Die Überlebenden in Herzholzheim. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir immer noch Zapfen sammeln. Ich habe noch nicht genug Zapfen. Habt ihr die schon? Mir fehlt noch einer. Ja, mir fehlen noch 9. So, manipulierter Wächter, manipulierte Fea. So. Ah, mir fehlen noch 2 Stück. So, das müsste jetzt ausreichen, oder? Ja, perfekt, abgeschlossen. So, Nia kriegt die Anima-Zapfen. Was sagt sie uns als nächstes? Verwendet die geborgenen Anima-Zapfen, um den Waagemeister Dwayne zu retten. Okay, der lag ja hier unten rum und der war ja dem Tode nah. Jetzt kriegt er von uns die Dinger in sein sonst wo reingesteckt. Mal gucken, was passiert. Seid ihr hier? Nein. Die Anima ist für die Wildsamen. Bitte, gewährt mir eure Hilfe. Euch kann ich nicht auch noch wenden. So. Der Zyklus geht weiter. Und ihr auch. Derabin! Nein! Das werden diese Monster büßen. Okay. So, wen müssen wir töten? Da hinten. Drormann Kelkor. Wächterin Kasat. Kann man den jetzt angreifen, oder noch nicht? Ach, hier die Questreihe erstmal annehmen. So, Nia, gib uns die nächste Quest. Was sagt sie? Wächterin Kasat. Sprecht mit Tinasan, um die Barriere zu brechen. Also, Wolf ansprechen. Benutzt das Anima, um die Barriere zu durchbrechen. Ihr wollt meine Anima? Warum können die Tiere denn das nicht tun? Auf geht's. Dunkelheit kommt. Das Licht der Sterne ist unser Schild. So. Macht Tesan jetzt auch was? Oh, dauert das lange. Also der redet ewig. So, jetzt. Na schön. Aber ich will später was zurückhaben. Drum, so, jetzt kommt da der Anhemir-Strahl auf den rauf. Kann ich den jetzt angreifen? Ich kann das nicht angreifen. Da ist er, Drenen Kellort. Schmecke meine Auto-Hits, du Pferd, Alter. Attacke. Und da geht er down.
Easy. So, jetzt geht die Kugel auf den Fußboden. Passiert da noch was? Nein! Ohne die Anima des Herzens werden so viele werft Samen darben. Ein Samen. Ich hatte hier noch so einen Samen in der Tasche. Habe ich einen Erfolg gekriegt. Aus Asche. Der Zyklus geht weiter. Immer. So, Wächter in Kasat, was macht die jetzt? Unsere Wege trennen sich im Dämmerwald. Okay. Wo ist die Folgequest? Jetzt ist der Ding bei mir. Ah, jetzt erledigt. Okay. So, das Herz zurückholen. So, Nia gibt uns jetzt wahrscheinlich die Folgequest, dass man hier runter. Stefan, danke für die Herzchen. Ist das wieder ein Küsschen gewesen? Ich muss mal gucken. Der Stefan hat wieder ein Küsschen gekauft. So, also kehrt nach zu Drum und Dran und Tönerwald zurück. Okay, Brustplatte des Heinz. Endlich mal Item-Level-Upgrade. 128, Nico. Das ist ein Upgrade für mich. Tschüss. So. Herzlos. Wir müssen das Quest unten abgehen, die Quest unten abgeben und dann schauen wir mal, was passiert. So, das heißt, Quests Shadowlands, das könnte, wo sind wir jetzt gerade im Anhalt? Der schwindende Hain, Schwimmkastenhöhe, dies und das, der gefallene Baum. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Queststrang war, aber ich denke ein halber vielleicht. So, jetzt stehen hier alle Dinger. Die Königin ist bald hier. Die Königin ist bald da, sehr gut. Ja, herzlos. Brustplatte des Wächters. Audienz bei der Winterkönigin. Sprecht mit Mondbeere und wartet auf die Ankunft der Winterkönigin. Dann machen wir das mal. Mondbeere, ich bin bereit, die Winterkönigin zu treffen. Auf geht's. Aha. Hey, was soll das? Sagt mein Ork. Jetzt ist die einfach weg, Alter. Die hat gar nicht mit uns geredet. Was soll denn das? So, Was haben wir denn hier? Okay, keine Ahnung, die Audienz. Der schwindende Hain. Das war die Quest-Serie. Die war ja relativ schnell. Wir haben ja 10 Minuten oder sowas gebraucht. Oder 15 Minuten. Damit ist dieser Teil auch von der Questreihe von Ardenwald und von WoW Shadowlands jetzt vorbei. Wir werden uns jetzt gleich dem nächsten Bereich zuwidmen. Und ich kann natürlich jetzt an dieser Stelle wieder nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von dieser Questreihe und auch von WoW Shadowlands sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann. Euer Ozok. Ciao.